Wir kommen heute zu einem neuen Spiel, einem Free-to-Play-Spiel, das auch wieder so ein Kombinationsspiel ist mit dem Namen Clovertale. Ich werde jetzt das erste Mal in das Spiel starten und nehme euch dann direkt mit, um ja, mal zu schauen, wie weit ich so in einer halben Stunde, Stunde komme und was alles frei zu spielen geht. Und ja, erstmal ein Einstieg. This is the story of a mysterious people. The Niflings, created by the primeval magic of nature, they lived in harmony with the world. The Niflings' lives were filled with sun and the scent of flowers, until one day. Changed their lives forever. Okay, soweit zum Einstieg. Also das Böse versucht mal wieder die Welt zu übernehmen und wir sind in dem kleinen Tal gestrandet, in dem hoffentlich noch alles zum Guten gewendet werden kann. Nein, ich will jetzt noch nicht die Bärenwiese machen. Gut, also ganz normal, drei Kombinationen spielen. Okay, so drei Sterne und damit letztlich das Upgrade. Ich nehme an, das ist so ähnlich wie das Wimmelbildspiel, nur dass es hier mit drei gewinnt und eine andere Story da drin steckt. Genau, dann ist das ja auch die Beschränkung, wie oft ich was Bestimmtes machen kann. Und ja, da werden gleich die ersten Diamanten ausgegeben. So, dann die Aufgabe. Wie ich sehe, hast du die Karte gefunden. Du musst es unbedingt nach Pilzstadt schaffen. Seramius, der Älteste, erwartet dich bereits. Lass es mich wissen, wenn du heil angekommen bist. Okay. Pilzstadt. Okay, erstmal Eis vom Spielfeld entfernen und 700 Punkte schaffen. In den Steinen befindet sich eine Eisschicht, du kannst sie zerschlagen, wenn du den Stein darüber entfernst. Beim Sonnensieg also brauchst du davon mehr rein. Entferne alle Eisfelder, um das Level zu gewinnen. Gut, das ist ja dann noch relativ einfach. Wenn du eine Fünferreihe bildest, erhältst du eine Regenbogenbombe. Tausche sie mit einem liegenden Stein, um alle Steine derselben Farbe zu zerstören. Okay, das ist schon der erste Sonderteil. Komplett zerstört. Okay, wenn ich Vierer-Kombos mache, wenn du einen Stein von vier Steinen schaffst, erhältst du einen Blitzstein. Wenn du ihn entfernst, werden alle Steine horizontal und vertikal Richtung zerstört. Okay. Wenn du Steine derselben Farbe in zwei kreuzen Linien arrangieren, erhältst du einen Bombenstein. Wenn er explodiert, zerstört er alle benachbarten Steine. Bombensteine explodieren zweimal. Wenn du zwei Bonussteine nebeneinander platzierst und sie tauscht, passiert etwas sehr Interessantes. Probier es in verschiedenen Kombinationen aus. Okay, Bonussteine. Okay, da sind jetzt die Farbe entfallen worden und letztlich ein Kreuz, glaube ich, gemacht worden. Gut, damit sind jetzt auch hier dann drei Sterne, das heißt auch hier werden die einzelnen Level dann deutlich verstärkt und aufgelevelt und wahrscheinlich neue Funktionen freigeschaltet. Okay, die Aufgabe ist abgeschlossen, der Ort Pilzstadt erkundet und ich bekomme 50 EP und 50 Goldmünzen. Und mit dem Stufenaufstieg bekomme ich im Endeffekt die Energie wieder aufgeladen.
weißt du alles, was du wissen musst. Hoffentlich findest du schnell heraus, was dir jedenfalls vor sich geht und sorgst für Ruhe und Frieden. Ja, vor allen Dingen für Ruhe sorgen. Also Option Musik aus. Okay, das war jetzt schon mal der erste Schnelleinstieg. Okay, rauszoomen kann ich hier nicht. Ich kann nur auf der so normal rumscrollen. Okay, das sind bis jetzt die Sachen, die freigeschaltet wurden. Mal sehen, ob hier oben noch irgendwie weitere Sachen dann dazukommen. Also die Bärenwiese ist im Moment verfügbar und die Pilzstadt. Und mit Level 3 bekomme ich dann auch das Laboratorium. So, mal schauen. Schau mal, wer der Wiese einen Besuch abstattet. Das ist Porky. Porky ist eigentlich ein süßes kleines Ferkel, aber wenn man ihn lässt, dann frisst er uns alle Bären weg, obwohl er im Grunde eine ganz andere Leibspeise hat. Eicheln. Wirst du mir einen Korb voll Eicheln sammeln, um Porky abzulenken? Ich pflücke so lange weiter Beeren. Okay, ich soll einen Korb mit Eicheln finden. Das ist wahrscheinlich dann am Ende die Belohnung. Genau, das sind sozusagen einfach die Zutaten oder die Sachen, die man innerhalb dieser... wenn man einen so ein Level erfolgreich gespielt hat, bekommen kann. Und hier kann ich dann auch noch einstellen, inwieweit ich... Okay, bis Level 18 geht es aktuell, dass ich hier auch die Sterne einsammeln kann. Immer wenn du ein Level schaffst, erhältst du Sterne, dein Spielniveau steigt, wenn du eine bestimmte Menge Sterne gesammelt hast. Je höher dein Spielniveau, desto mehr Erfahrung, Geld und Gegenstände erhältst du. Achso, genau, wahrscheinlich wenn ich hier dann ein weiteres Level 1 aufsteige, dann bekomme ich mehr als nur einen Gegenstand, sondern... Also das ist ziemlich ähnlich wie auch bei dem Wimmelbildspiel. Ich glaube, es ist auch der gleiche Spieleentwickler. Also auf und gucken. So, ich soll 1000 Punkte einsammeln, aber ich habe, glaube ich, keine Begrenzung bisher. So, das ist irgendein Farb. Mal gucken. Okay, steht aber nicht da, was das jetzt genau für ein Gegenstand ist. Muss ich mal draußen nachgucken, wo man den kaufen kann. Okay, das ist noch ein bisschen zu laut. Okay, soweit sollte das passen. Aber letztlich habe ich keine... Ach doch, hier sind Züge. Das heißt, ich habe nur 14 Züge Zeit, um die erforderliche Anzahl an Punkten zu schaffen. Und das Level dann letztlich mit 3 Sternen und 1000 abzuschließen. Okay, Punkte habe ich eigentlich schon 4000. Das heißt, ich muss letztlich nur den ersten Stern wahrscheinlich erreichen, um ein Level zumindest überhaupt abschließen zu können. Und das andere ist dann eher so Bonus, dass ich dann mal sehen, ob ich dann irgendwas Besonderes mehr bekomme. Level abgeschlossen. So, 5 Züge waren noch über. Insgesamt 6000. Na gut, da werden die Sonderteile noch aufgelöst. Und für die Züge werden Spezialteile eingefügt, die dann auch wieder aufgelöst werden. Okay, und dafür gibt es dann 3 Sterne. Das hast du gut gemacht, das sollte Porkys Appetit für einige Zeit stillen. Okay, den Korb habe ich bekommen. Hier Erfahrungspunkte und etwas Gold. Und die nächste Aufgabe ist... Ich muss vor allem noch der Dunkelheit zu Hause sein. Jetzt geht die Sonne schon unter, aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Okay, also Walderdbeeren pflücken. Gut. Jetzt sollen wir 4000 Punkte erreichen und das Spielfeld ist schon um einiges größer geworden. Ich habe noch 9 Züge. Die Punktezahl ist auf jeden Fall schon mal erreicht. Ja, da ist jetzt auf jeden Fall eine schöne 5er-Kombo. Das hat jetzt den waagerechten und senkrechten Abschuss verstärkt und hat dann insgesamt 3 Reihen entfernt. Jeweils. Gut. So, auch die sind abgeschlossen. Wir haben dich bereits erwartet. Gut, dass du es unbeschadet hergeschafft hast. Seriamus. Seit einiger Zeit geschehen hier in der Stadt und im Umland seltsame Dinge. Daher haben wir dich um Hilfe gebeten. Gut, Pilzstadt erkunden. Benötigt 15 Energie, da habe ich noch genug. Im Gegenteil, die wird jetzt sogar dann gleich wieder
also aufgefüllt. Und danach dürfte ich dann wahrscheinlich auch 80 Energiepunkte haben. Und hier soll ich jetzt die 19 Eisteile wieder entfernen und habe dazu 30 Züge, was dann wahrscheinlich recht problemlos klappen sollte. Okay, die muss ich kombinieren, um sie zu benutzen. Gut, dann klappt es auch so. Jetzt bekomme ich noch 14 Sonderteile danach zur Verfügung gestellt. Was dann natürlich auch den Punkte-Multiplikator zumindest noch bis zum dritten Stern hochbringt. So, damit ist auch die erste, das erste Achievement vervollständigt. Genau, du hast eine neue Trophäe erhalten, stark, maximale Energie erhöht auf 80. Deine Belohnung ist ein Sack, Seesack mit 3 Gegenständen. Und damit eben auch die Stufe 3, womit jetzt eben die Energie aufgefüllt und erweitert ist und es auch wieder 5 neue Diamanten gibt. So, Pilzstadt ist erkundet. Und 2 neue Aufgaben. Okay. Also einmal Kristall finden und einmal Medaillon suchen. So, jetzt ist die Frage, das eine ist in Pilzstadt und das andere ist auf der Bärenwiese. Und erstmal die Bärenwiese, damit die dann vollständig ist. Damit die dann hoffentlich ein Level aufsteigt. So, 8500 Punkte ist das Minimum. Das wäre jetzt mal noch interessant zu wissen, bei welchen Stufen letztlich die anderen Level freigeschaltet werden. So, dann gibt es wieder eine waagerechte Kombo. Muss ich mal darauf achten, ob die waagerechten Kombos auch von der Richtung abhängen, ob das hier letztlich ein waagerechter oder senkrechter Vierer-Kombo gewesen ist. So, das war jetzt jedenfalls wieder ein Dreieck. Okay, es geht wieder nur mit der Kombo. Oder halt einem zweiten Sonderteil. Genau, das ist das Teil, das dann zweimal explodiert und ausgelöst wird. Ja, allzu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es hier jeweils nicht. Genau, und schon waren die Kombos vorbei. Okay, allein, dass da, glaube ich, eine Dreier-Kombo-Serie jetzt entstanden ist, das ist dann schon phänomenal. Bin ich mal gespannt, was es sonst noch für Steigerungsformen hat. Weil es können ja durchaus noch längere Kaskaden entstehen. So, das sind jetzt wieder die Explosionsgeschichten und hier das Gleiche. Okay. So, da könnte ich jetzt wieder ein Blau brauchen, das kann es auch waagerecht reinsetzen. Okay, das Level ist zwar an sich geschafft, aber eben nur mit 2 Sternen. Das heißt, das ist das, was man dann noch regelmäßiger wiederholen kann. Aber auf jeden Fall ist es eine Stufe freigeschaltet, womit ich jetzt das Medaillon gefunden habe und ja, der Korb mit Eicheln. Mal gucken, wofür ich den eigentlich dann verwenden kann. Okay, wobei die Rätsel jetzt nicht so kompliziert sind. So, okay, sie möchte mich wieder treffen und vorher müssen aber noch die Brombeeren und Stachelbeeren geerntet werden. Gut, ist dann wahrscheinlich auch wieder auf der Bärenwiese.
Genau, das heißt, ich muss hiervon noch ein paar finden und davon ebenfalls. Mal gucken, wie sich jetzt auch die Sachen ändern. Also 13.000 ist wahrscheinlich eben das Minimum, um das erfolgreich abzuschließen. So, hier sind jetzt dann die nächsten Elemente im Sinne einer Blockade, wo die hier sozusagen gefesselt sind, was aber sich hier auch recht schnell auflösen lassen sollte. So, damit sind die Blockaden aufgehoben. Jetzt geht es natürlich nur noch darum, hier die Sterne aufzufüllen. Mal sehen, also 13.000 ist jetzt das erste Niveau, was zu erreichen ist. Und dann mal sehen, welche, wie schwierig es dann wird, noch weitere Stufen dazu zu bekommen. So, Regenbogenfarbe, die lässt eine Farbe vollständig verschwinden. Da ist eine neue Regenbogenfarbe aufgetaucht, also ein neues Regenbogen-Item. Könnte ich jetzt gleich nochmal lila verschwinden lassen. Kommt schon einiges mehr an Bewegung. Und wieder eine... Und das sind jetzt nur Explosionsteile, obwohl eigentlich auch diese T-Geschichten drin waren. Okay, also mit den Punkten geht es schon ganz gut vorwärts. Okay, mit 23.000 sind jetzt das Spiel auch mit 3 Sternen geschafft. Bärensammler ist jetzt freigeschaltet. Genau, also 5-mal Bären, wie sie spielen, hat dann auch eine weitere Trophäe freigeschaltet. So, jetzt fehlen noch die 2 Himbeeren. Die Stachelbeeren habe ich jetzt. Mal den nochmal wiederholen, einfach um dort die Sterne zu komplettieren. Was jetzt. Okay, die beiden sind jetzt komplett kombiniert worden. Weil die haben gar nicht die Position getauscht, sondern die sind einfach dann miteinander verschmolzen. Hier geht wieder eine 5er-Kombo. Mal schauen, 7200 Punkte habe ich jetzt. Und es werden noch eine ganze Menge mehr gebraucht. Was auf dem kleinen Spielfeld relativ schwierig ist, hier größere Folgekombos zu erreichen. Ja, vor allem wenn dann wieder keine Züge mehr da sind. So, da bekomme ich zumindest sogar wieder eine 5er-Kombo. Ah, okay, 5 in einer Reihe, das ist die Farbbombe gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall noch ziemlich weit entfernt davon, wirklich alle 3 Sterne zu bekommen. Gut, eine weitere Beere fehlt mir jetzt noch. Und auf ein neues. Ah, das sieht doch schon mal interessanter aus. So, dann kann ich hier mich lila entfernen und mehrere Multikombos bekommen. Weil die erhöhen natürlich den Wertemultiplikator erheblich. Okay, jetzt hat es mit dem 3. Stern geklappt. Mit ein paar ausreichend Bomben und noch einem Zug übrig, passt das dann ganz gut. So, ich wollte ja nochmal nachgucken, was diese Extras soweit sind. Genau, die Mission ist jetzt abgeschlossen. Die Bären sind alle eingesammelt. Und Crunchies, okay, das sind wahrscheinlich jetzt eben diese Monstergeschichten, die dann bekämpft werden müssen. Und
Ja, mal gucken, was ich dazu brauche. Okay, dazu brauche ich die getrockneten Samen, damit können die gefüttert werden. Und werden dann sozusagen weggelockt und ich bekomme irgendwelche Teile aus diesem Set hier, die dann für irgendwelche Sammlungen benötigt werden. Gut, soweit, so klassisch. Das ist sozusagen das Rahmenspiel. So, mal noch ein bisschen nachgucken. Also Energieobjekte. Genau, den Seesack mit drei Gegenständen, den kann ich schon mal aufmachen. Also es macht eh keinen Unterschied, ob ich den früher oder später öffne. So, Amulette sind keine da. Schlüssel benötigt, um den kleinen Fluss zu überqueren. Kerims Klingen werden leider schnell stumpf. Mal gucken. Brücken. Sind es die hier dann? Mal gucken, wozu die dann noch genau benötigt werden. Oder hier ist ja zum Beispiel das Laboratorium, was ja jetzt mit Level 3 verfügbar geworden ist. Und hier brauche ich einen Laborschlüssel dazu, der in der Pilzstadt zu finden ist. Okay, das ist soweit. So, Werkzeuge. Also genau, also dieser Hut, der einen Blitz auswählt und dann einen Stein kaputt macht. Verdoppelt den Gegenwert einer Bombe oder eines Steins, der magische Sand, dann Zauberstiefel, bringt zusätzliche Züge. Genau, das Vermischungsteil war ja schon angezeigt, mischt alle Steine auf dem Feld durcheinander und lässt aber die Sonderteile liegen. Und das hier macht horizontale und vertikale Blitze und bewegt einen ausgewählten Stein ein Feld in eine beliebige Richtung. Zusätzlicher Truhenschlüssel erscheint auf dem Feld und zerstört Eis, glühender Stein und färbt alle Steine einer Farbe um. Okay, das sind soweit die Werkzeuge. Genau, Korb mit Eicheln habe ich schon gesammelt. Getrocknete Samen sind für die Tiere. Termiten fürchten sich nur vor anderen Termiten. Ah, okay, das heißt, das ist auch schon etwas gegen wahrscheinlich die nächsten Tiere, die dann kommen. Also, dass dann Termiten unsere Siedlung gefährden. Mollos, Eisenschere, Flusskneifer. Ja, das dürften, also das Verschiedene dürfte wieder alles sein, um irgendwelche Tiere zu vertreiben. Dann hier entsprechend das Geschäft, wo eben dann gegen die Diamanten, wo im Moment, ich glaube 5 waren es jetzt bei jedem Aufstieg. Mal sehen, ob das bei jedem so bleibt, dass man hier dann die Energie wiederherstellen kann. Hier dann die Energie noch zu erweitern. Truhen natürlich eine ganze Menge. Amulette das gleiche. Okay, das ist dann die Energiebeschleunigung, das heißt, es wird schneller wiederhergestellt. Schlüssel um die verschiedenen Sachen. Also das war normalerweise ein ziemlich faires Modell, weil man konnte alles einfach nach und nach freispielen und kann das einfach über die Sammlung letztlich machen. Genau, das hier war jetzt alles Diamanten. Nee, hier waren auch Schlüssel, die man mit Geld kaufen kann. Also, dass man dann auch direkt im Spiel erspielen kann. Genau, hier sind auch einzelne Boni, die man dann auch wieder über Geld, also beziehungsweise über das Gold mit einkaufen kann. Das heißt, nicht über die Premium-Währung das machen muss. Und hier die Waffen letztlich dann auch vollständig anscheinend über Gold einkaufen kann. Okay, das sind dann das Geschäft, die Sammlung. Da gibt es natürlich dann auch wieder, also die Waldfrüchte habe ich jetzt die ersten langsam zusammen. Da wird es dann noch Blaubeeren und Himbeeren geben. Und natürlich noch etliche weitere Sammlungen, die dann vervollständigt werden können. Auszeichnungen gab es ja jetzt schon 2. Und auch die ist ähnlich umfangreich. Also sozusagen das ganze Rahmen ist, wer jetzt schon mal das Wimmelbildspiel angeschaut hat, auch das Free-to-Play, das ist ziemlich ähnlich aufgebaut. Gut, das sind sozusagen die Geschichten, die bisher gesammelt wurden, von den beiden, die ich bisher kennengelernt habe.
So, Ziele. Okay, das sind dann die Bildstadt noch zu untersuchen. Okay, das ist Pilzstadt. Und das sind die Crunches, die ich... Gut, da habe ich ja aktuell dann zwei Samen gehabt. Kann ich dann gleich mal abschließen. So. Und dann geht es jetzt zur Pilzstadt. Erforschen. Ich finde es als vom Spielfeld 43 Eiselemente und dann noch festgezurrt. Und ich habe gerade mal 40 Züge. Das heißt, im Schnitt muss ich bei jedem Zug so ein Ding auf jeden Fall wegbekommen. Das ist natürlich hilfreich, wenn ich hier die Reihe auslösen kann. So, hier ist jetzt noch alles blockiert. Jetzt schon mal ganz gut geklappt, so eine ganze Reihe zu entfernen, weil das ist letztlich, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, hier sinnvoll das rechtzeitig abzuschließen. So, da habe ich jetzt eine Bombe bekommen, die ich hoffentlich schaffe, so auszulösen, dass sie ein paar von den Feldern auch zerstört. Schade, da hätte das Wasserding jetzt ruhig eins tiefer ausgelöst werden können. Okay, das sind jetzt Senkrechte, die nutzen mir da relativ wenig. Aber da kriege ich zumindest die Kombination aufgelöst. So, noch 8 Züge. Und es sind noch einige Eisflächen zu beseitigen. Keine Züge mehr übrig. So, das heißt, fortsetzen wird wahrscheinlich dieses Dings dort bedeuten und ein Neustart wird einfach dann Energie kosten. Okay, zweiter Versuch. Auf jeden Fall ein besserer Anfang, weil ich kann direkt hier innerhalb des Feldes schon einige Kombos zusammenbringen. Und wichtig vor allen Dingen auch die... Ja, das ist jetzt immer eine ganze waagerechte Linie. Vor allen Dingen auch die ganzen Sperren hier wegzubekommen. Kann ich jetzt senkrechte Linie auslösen. Okay, da kann ich jetzt da drüben das Ganze wegbekommen. Das Ganze noch etwas tiefer machen. Und dann habe ich da auch die Sperren aufgelöst. Jetzt muss ich nur noch hier drüben irgendwie rankommen und hier eine vernünftige Combo auslösen. So, jetzt bleiben immer noch 5 Züge und... Ja, jetzt nur noch 2. Ha, jetzt müsste ich bloß schaffen, die Bombe irgendwie auszulösen. Ja, schauen wir mal. Ha, ein Zug. Wenn ich jetzt die Bombe da rüberkriegen würde und die dann damit ausgelöst würde, dann sähe das wahrscheinlich ganz gut aus, aber... Ein weiterer Versuch. Mal gucken, ob ich noch genug Energie habe. Nein, habe ich nicht mehr genug Energie. Gut, dann war es das jetzt erst einmal für den Einstieg. Also, wie gesagt, das Rahmenprinzip ist ziemlich ähnlich zu dem Wimmelbildspiel, was ich schon mal vorgestellt habe, und nur, dass halt im Gegensatz dazu, dass man statt Wimmelbild 10 hier halt dann jetzt solche Dreierkombinationen macht in verschiedenen Variationen. Ansonsten auch wieder die einzelnen 10 auflevelt, dass man halt hier nach und nach besser wird, um mehrere Gegenstände gleichzeitig zu finden.
Des Weiteren, dass hier natürlich eine ganze Menge Aufträge warten und mal sehen, inwieweit später auch Dinge repariert werden müssen oder ausgebaut werden können. Weil das war ja dann, zumindest in dem anderen hat man nach und nach die ganze Gegend repariert. Mal gucken, was ist das noch? Okay, das ist im Endeffekt, dass man einen Newsletter abonnieren kann. Dann hier oben, das sind sozusagen die Premium-Währungen. Also was sozusagen entweder, wenn man Münzen oder Kristalle einkaufen möchte und dort bereit ist, Geld auszugeben. Und ansonsten einfach halt entsprechend warten muss, dass sich hier nach und nach die Energie wieder regeneriert. Was ist das noch? Genau, da sehe ich jetzt nochmal, wie die anderen heißen. Von wegen Lost Lands, Hidden Object Adventure war das, was ich schon mal vorgestellt habe. Lost Lands Mahjong war, denke ich, so ähnlich in die gleiche Richtung, nur dass halt statt Hidden Object 10 Mahjong dort eingesetzt wurde. Also generell, das ist, also auch hiermit kommt man dann zu Steam und sieht dann, welche Spiele von dem Entwickler noch so zur Verfügung gestellt werden oder halt dort gespielt werden können. Aber heute gibt es für mich dann jetzt erstmal nicht mehr zu tun. Die kann man mit Eicheln füttern, habe ich jetzt aber noch keinen Auftrag dazu, deswegen hebe ich mir die mal noch auf, damit ich damit auch eine Mission abschließen kann. Und ansonsten gilt es dann wieder hier aufzupassen, dass man möglichst die Energie weit runtergespielt hat, um dann die Erfahrung, also um das nächste Level dann freizuspielen. Insgesamt gibt es aktuell 10 Orte und nur 36 Sammlungen. Also mal sehen, was dann hier noch an weiteren motivierenden Elementen dazukommt. Auf jeden Fall soweit für heute und ja, schaut einfach mal rein, wenn euch solche Dreier-Kombinationsspiele Spaß machen und ihr einfach so ein bisschen entspannt ein paar Runden am Tag spielen wollt, ist das sicherlich eine ganz nette Idee. Also bis bald und viel Spaß damit. Tschüss!